In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ich mit Osmosewasser umgehe. Das klingt ein bisschen komisch, weil ich wirklich die meiste Zeit in meiner Aquarienlaufbahn alle Fische, die ich so hatte, auf Leitungswasser gehalten habe. Leitungswasser ist natürlich nicht gleich Leitungswasser, da gibt es regional relativ große Unterschiede in den Werten. Allerdings funktioniert das schon, dass man wirklich die allermeisten Arten mit einer guten Wasserhygiene und guten Wasserpflege auf Leitungswasser hält. Das ist eigentlich viel wichtiger, als irgendwie die Werte genau nachzustellen, die wir in der Natur haben. Da gibt es wirklich viele Erfahrungswerte zu. Solange die Wasserhygiene und die Wasserqualität stimmt, da kommen wirklich die meisten Arten mit dem normalen Leitungswasser, was man so kennt, im neutralen Bereich vielleicht leicht härter und der pH-Wert so ein bisschen höher, als man das in der Natur bei den Tieren vorfindet, da kommen die meisten Arten sehr, sehr gut mit klar. Wenn man allerdings, und das stand jetzt bei mir an Anfang des Jahres, Arten nachziehen möchte, also züchten möchte, die spezielle Wasserwerte benötigen, dann kommt man nicht so richtig daran vorbei, auch an den Wasserwerten zu schrauben. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist natürlich eine Torffilterung, um Wasserwerte in den sauren und weichen Bereich zu drücken und zu bekommen. Und das habe ich auch eine Zeit lang versucht und das geht auch wirklich ganz okay. Allerdings hat man da nicht die Möglichkeit, so in diese extremen Werte reinzugehen. Und es ist schon deutlich leichter, so ein Wasser einzustellen, wenn man mit Osmosewasser arbeitet, also Wasser, welches komplett gereinigt ist und vollkommen frei von jeglichen Salzen ist und dementsprechend so wie destilliertes Wasser eigentlich ist. Das ist dann so das Ausgangswasser, mit dem man dann weiter rumspielen kann. Und das muss man dann auch tun. Man muss da sehr, sehr viel messen, vorher messen, nachher messen, die Wasserwerte alle gut durchgehen, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wie man Wasserwerte dann einstellen kann. Ich habe mich damit in den letzten Monaten ziemlich intensiv beschäftigt und da sehr viel rumprobiert und experimentiert und habe da, glaube ich, für mich jetzt einen Weg gefunden, der da ganz sinnvoll ist. Und das möchte ich euch in dem Video jetzt ganz gerne darstellen. Ich hatte zur Zucht angesetzt ja die Transvestitenbuntbarsche, die sehr, sehr saures Wasser zur Zucht benötigen. Auch die Tiere habe ich wirklich viele Jahre in Leitungswasser gehalten, allerdings auch wirklich nur gehalten. Denen ging es gut, die haben sich in voller Farbenpracht und Balz gezeigt, allerdings haben sie nie Nachwuchs gehabt. Das ist mir erst gelungen jetzt, als ich die Werte wirklich extrem gemacht habe und extrem sauer, extrem weich gemacht habe, mit Hilfe von Osmosewasser und zusätzlicher Torffilterung. Und dementsprechend bin ich da relativ begeistert von, dieses Osmosewasser auch mal auszuprobieren und damit so ein bisschen rumzuspielen. Genug der langen Vorrede, schaut euch das einfach mal an, wie ich das jetzt hier mache. Da gibt es sicherlich auch verschiedene Wege wieder, die zum Ziel führen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Ich möchte euch gerne den Einsatz meiner Osmoseanlage an dem Biotop-Aquarium zeigen, in dem ich die Transvestitenbuntbarsche gezüchtet habe und jetzt mein Pärchen Wildfang Schmetterlingsbuntbarsche halte. Und das Ganze beginnt natürlich mit einem Wasserwechsel. Ja? Das heißt, ich habe einfach wieder meinen langen Schlauch und lasse jetzt erstmal Wasser ab, ungefähr 50%. Das ist schon so dieser erste kleine Hinweis. Für den Einsatz sollte man ungefähr sich überlegt haben, wie viel Wasser lässt man ab von dem Ganzen, um dann so eine Mengenrechnung aufstellen zu können. Ich habe das Prinzip jetzt für mich so herausgefunden, dass ich das Osmosewasser und das Leitungswasser im Aquarium selbst mische. Und das ist sicherlich eine Methode, die funktioniert. Das zeigen die letzten Monate, in denen ich das so gemacht habe. Aber es ist sicherlich auch eine Methode, die nicht die sicherste ist. Man kann auch das Wasser vorher mischen in einem Eimer zum Beispiel und dort die gewünschten Werte einstellen und das dann erst ins Aquarium geben. Ich zeige jetzt hier gerade nochmal, dass ich ungefähr 50% Wasser rausgenommen habe und dann kann man das ungefähr abschätzen. Ein Drittel brauche ich für Leitungswasser und den restlichen Platz dann für Osmosewasser, denn das ist das Mischungsverhältnis, was ich herausgefunden habe, was mir die gewünschten Werte bringt. Das hier ist jetzt meine Osmoseanlage, die ist von Osmotec, die schafft 390 Liter, glaube ich, 380 Liter am Tag und ist angeschlossen an meine Badewanne. Da gibt es so einen Aufsatz, den man da draufschrauben kann mit so einem seitlichen Auslass und so einem kleinen schwarzen Hahn, der dann entsprechend schaltet. Entweder läuft das Wasser aus der Badewanne, aus der Mischbatterie raus oder wenn ich den Hebel betätige, dann läuft das Wasser dann direkt in die Osmoseanlage durch die verschiedenen Filter und vor allem die Membran.
Das Ganze hat hier so einen Druckanzeiger, und der ist ganz gut mal gewesen, zumindest für den Anfang, weil man sagt, dass der Wasserdruck mindestens bei 3 Bar sein sollte. Und das ist jetzt hier bei mir gegeben, sodass ich dann wunderbar mit dieser Osmoseanlage arbeiten kann. Das Wasser wird dann weitergeleitet in diesen Schlauch. Das hier ist jetzt das reinste Wasser, was aus der Osmoseanlage kommt. Und da habe ich diesen langen Schlauch, um den direkt auch zu den Aquarien zu führen. Und das Abwasser läuft dann einfach über einen anderen Schlauch in die Badewanne. Jetzt fülle ich dieses Aquarium zuerst einmal ein kleines bisschen mit Leitungswasser auf. Und ich beginne jetzt hier mit dieser Mischung, die ich mir dann da anfertige. Das heißt, ich gebe jetzt nicht direkt ein ganzes Drittel Leitungswasser rein, sondern erstmal nur ein bisschen, um dann zu dem Osmosewasserschlauch zu wechseln mit dem Reinstwasser. Und das ist wirklich so für mich ganz praktisch. Ich habe einfach keine Lust bei der Anzahl der Aquarien immer auf Eimer schleppen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eben das Wasser im Aquarium selbst zu mischen. Diesen Schlauch kann man mit so einer kleinen Klemme hier wunderbar an das Aquarium bringen. Und dann befindet sich dort so ein Absperrhahn. Die Badewanne ist jetzt schon aufgedreht und jetzt muss ich nur noch hier diesen Absperrhahn aufdrehen und dann fängt das Osmosewasser auch schon an zu laufen. Da kommt ja jetzt natürlich keine riesengroße Menge raus, sodass das auch eine ganze Weile dauert, bis das Aquarium sich gefüllt hat. Das ist sicherlich ein Nachteil. Meine Wasserwechselzeit hat sich dadurch extremst erhöht. Da muss ich mir auch immer einen Timer im Handy stellen, damit das Ganze nicht überläuft und ich das vergesse. Ganz wichtiger Hinweis wirklich hier von mir, wenn ihr das auch so machen wollt und das Wasser so lange da ins Aquarium läuft und das so lange dauert, dann bitte stellt euch einen Timer, um da Überschwemmung wirklich zu vermeiden. Zwischendurch drehe ich dann auch immer wieder mein Leitungswasser auf. Auch da habe ich so einen Hahn an dem Schlauch. Und gebe wieder einen Schluck mehr dazu und gucke dann, dass ich entsprechend mit dem Leitungswasser insgesamt so ungefähr auf ein Drittel wiederkomme. Und der Rest wird dann mit Osmosewasser aufgefüllt. Für mich ist das Verschneiden mit Leitungswasser jetzt das Mittel der Wahl. Da gibt es sicherlich ganz andere Wege. Man kann auch das Reinstwasser, das Osmosewasser, direkt mit entsprechenden Aufhärtesalzen behandeln und dann genau die gewünschten Wasserwerte einstellen. Das ist sicherlich auch eine elegante Lösung. Ich nutze jetzt hier allerdings mein Leitungswasser. Vorausgesetzt ist dabei, dass man wirklich sehr, sehr viel Wasserwerte misst in dieser ganzen Zeit. Das bleibt nicht aus. Also ich hatte damit überhaupt gar keine Erfahrung mit der ganzen Geschichte und habe da bei null angefangen. Ich habe sehr vorsichtig erstmal auch in einem Eimer gemischt und Mischungsverhältnisse mir angeguckt und ganz viel Wasserwerte gemessen. Das Osmosewasser hat, das Reinstwasser hat dann wirklich ein GH, also eine Gesamthärte von 0 bis 1, eine Carbonathärte von 0 bis 1 und einen pH-Wert von hier jetzt bei mir 5 bis 6 gehabt. Und wenn ich das jetzt verschneide mit einem Liter Leitungswasser auf 3 Liter Osmosewasser, dann kommen bei mir Werte raus, die sich dem schon nähern, was ich hier gerne möchte. Und zwar ist das eine GH von 3 bis 3,5, eine KH von 2 bis 2,5, ein pH-Wert allerdings noch ungefähr von 7. Der ist also immer noch im neutralen Bereich und gar nicht sonderlich sauer. Und deswegen arbeite ich zusätzlich noch mit einer Torffilterung. Die sorgt auch dafür, dass bei der geringen Carbonathärte im sauren Bereich dann das Ganze so ein bisschen gepuffert wird und nicht so schnell, dass man da nicht so schnell in einen Säuresturz reingelangt. Da muss man wirklich aufpassen und das bedarf Fingerspitzengefühl und das erlangt man nur und ausschließlich damit, dass man ganz viel rumprobiert und Wasserwerte misst und da eben wirklich dann irgendwann seinen Weg für hat und ein Gefühl für bekommt, wie sollte das Mischungsverhältnis sein, wie viel Torf kann ich dann noch dazugeben, um das Ganze auf die gewünschten Werte zu bringen. Ich wollte hier bei den Transvestitenbuntbarschen einen pH-Wert von 4 bis 5 erreichen, also musste ich viel Torf reingeben. Bei den Schmetterlingsbuntbarschen reicht mir ein pH-Wert von 5 bis 6 oder auch knapp über 6. Das ist für die auch in Ordnung und deswegen gebe ich da jetzt ein bisschen weniger Torf rein. Aber das Ganze ist tatsächlich wirklich diese ganz berühmte klassische Wasserpanscherei. Und die mache ich nur und ausschließlich, das möchte ich nochmal betonen, hier bei meinen Zuchtprojekten von Arten, bei denen ich weiß, dass die sehr gerne dieses weiche und saure Wasser haben. Für die dauerhafte Haltung, ich habe das im Intro schon einmal gesagt, ich betone es hier nochmal, reicht in aller Regel eine gute Wasserhygiene mit Leitungswasser aus.
Gut, das Auffüllen dauert entsprechend wirklich sehr, sehr lang und das ist sicherlich ein großer Nachteil. Das muss ich immer deutlich besser timen, als ich das vorher machen musste. Ich hatte vorher für meinen ganzen Fischraum Wasserwechsel mit Leitungswasser ungefähr eine Stunde gebraucht und jetzt dauert es hier bei dem 100-Liter-Aquarium schon alleine 1,5 bis 2 Stunden, bis ich das mit dem Osmosewasser wieder aufgefüllt habe. Aber das Ganze ist es mir wirklich wert, diese Arbeit. Das haben die Transvestitenbuntbarsche mir gezeigt mit der Zucht, mit der erfolgreichen Zucht. Und ich hoffe, dass vielleicht jetzt hier dann auch die Zucht der Schmetterlingsbuntbarsche, der Wildfänge entsprechend gelingt. Und das ist, wie gesagt, der Weg, den ich jetzt hier gehe bei dem Ganzen. Und ich möchte ganz klar hier keine Empfehlungen aussprechen, was jetzt der beste Weg ist. Ob man das Wasser vorher in einem Eimer anmischt, ob man mit Leitungswasser verschneidet oder ob man das mit Aufsalzen macht, mit bestimmten Mitteln, die dann da zur Verfügung stehen. Da möchte ich keine Empfehlung für aussprechen, sondern das ist einfach nur der Weg, wie ich jetzt hier mit umgehe und womit ich jetzt dann wirklich gute Erfahrungen über die letzten Monate sammeln konnte. Der Punkt, dass man Osmosewasser mit Leitungswasser verschneidet, der ist bei vielen auch immer so sehr verschrien, weil man eben sagt, ja, man holt ja nicht nur irgendwie die Wasserwerte in gewünschte Bereiche, sondern vor allem entzieht man dem Wasser auch bestimmte Giftstoffe und Schwermetalle und so weiter und die nimmt man sich mit dem Leitungswasser natürlich wieder da rein. Mein Leitungswasser ist allerdings super. Ich habe meine Fische immer auf Leitungswasser gehalten, sodass ich da ganz sicher bin und das einfach entsprechend eingehe, das Risiko, oder es ist gar kein Risiko für mich, aber dass da dann noch entsprechende Reststoffe vielleicht auch drin sind, weil ich ja auch wieder Leitungswasser ins Aquarium gebe. Gut, das ist jetzt das Aquarium hier direkt nach dem Befüllen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ich zeige jetzt hier noch mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Das Wasser ist schön teebraun weiterhin durch die Seemandelbaumblätter und auch durch den Torf, den ich hier einsetze. Den habe ich in so einem Beutel hinten eingehängt. Den sieht man jetzt hier nochmal. Die Menge müsst ihr selber rausfinden und ganz viel Wasserwerte messen. Aber so viel zur Osmoseanlage und zum Einsatz Osmosewasser, da hatten mich viele Leute nachgefragt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben, da abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.